Aber jetzt geht's richtig in die Pampa. Hoffentlich kommen wir hier überhaupt wieder raus. Hoffentlich kommt kein Jäger. Ich weiß gar nicht, ob wir hier langfahren dürfen. Alter, so ein Weg hier. Aber wir wollen an den Fluss. Hoffentlich kommt kein Jäger. Ich weiß gar nicht, ob wir hier langfahren dürfen. Guckt mal hier. Erste coole Gewässer. Wahnsinn, Wahnsinn. Das wird richtig gut hier im Dschungel. Willkommen im dichtesten Waldgebiet, was ich jemals in Deutschland hier gesehen habe. Guckt mal da rein. Martin fängt jetzt an, Weg hier freizuräumen. Hätte ich mir einen Jeep kaufen sollen. Weiß nicht, wenn der Bulli hier hängt, Bulli ist voll mit Tackle bis unter das Dach. Die Angelrutenspitzen hängen mir hier vorne am Lenkrad. Finny fiebt schon, der Jachthund will raus. Bin mal gespannt, ob wir hier durchkommen. Der Förster zieht uns sicherlich mit Liebe hier wieder raus. Aus seinem Jachtrevier. Google Maps sagt, hier geht's lang. Und Google hat immer recht. Jetzt gehen wir erstmal ein Stück zu Fuß weiter. Da wollen wir hin. Ein mega geiles, riesiges Seerosenfeld. Also dieses Seerosenfeld ist wirklich alle Strapazen der Anfahrt wert. Aber noch sind wir nicht da. Wir müssen immer wieder aussteigen. Die Autos hängen jetzt da hinten. Und hier weiterlaufen, weil überall solche Sumpfgebiete hier kommen. Und ein Fahrfehler, aus die Maus. Dann hängen wir hier drin im Sumpf und werden wahrscheinlich niemals mehr wieder rauskommen. Das hier ist das Schlimmste? Das ist das Schlimmste, ja. Da, es ist eigentlich nur da das eine Loch, weil es jetzt die ganze Zeit geregnet hat. Dann müssen wir nur die 5 Meter, was das lang ist, mit Schwung anfahren und ab da ist fest, da haben wir dann safe. Da haben wir es geschafft. Und Action. Wir haben es geschafft. Wir haben uns hier durchs Dickicht durchgekämpft. An den Angelplatz, wo wir hin wollten. Und in dem Video geht es um das Angeln an kleinen Gewässern auf große Fische. Und genau deshalb wollten wir hier an diesem Platz, ihr seht schon, hier vorne das Seerosenfeld. Da wollen wir probieren, an dem Seerosenfeld, an dem kleinen Flüsschen hier. Manche erkennen es vielleicht sogar. Wir haben hier mal vor einigen Jahren auf Wels gedreht für eine Big River Produktion von einer DVD-Reihe von mir. Nicht an diesem Platz, waren wir ein Stück weiter unten. Aber hier wollte ich auf jeden Fall nochmal herkommen zum Karpfenangeln. Denn dieses Seerosenfeld hier sieht doch wirklich, was heißt sieht, es riecht doch hier förmlich nach Flusskarpfen. Ganz kleines, spezielles Gewässer, relativ unbekanntes Gewässer. Und wir wollen den Versuch wagen, hier am Seerosenfeld ein paar Fische abzuholen. Bin gespannt. Your time.
Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Unser Setup ist vorbereitet, unser Plan, seht ihr hier ein bisschen im Hintergrund, die Schneise zwischen dem Seerosenfeld da drüben. Hier geht der Fluss durch und trifft hier drüben auf diesen Baum. Wir haben jetzt lange überlegt, was wir machen und wir haben uns dazu entschieden, möglichst wenig Stress jetzt heute Abend noch zu machen. Die Zeit ist gut vorangeschritten. Wir werden 3 Ruten angeln, wir wechseln uns ab, wir sind als Kumpels unterwegs, wir angeln zusammen und werden uns dann auch, sollte was beißen, die Fische teilen und haben jetzt den Plan, dass wir erstmal hier hardcore hier einen an die Kante vom Seerosenfeld setzen, einen in die Mitte und einen da drüben an diese Uferkante. Wir werden dort einen schönen Streifen ziehen, hier durch den Fluss durch. Partikel und Boilies kommen zum Einsatz und da 3 Ruten drauflegen und erstmal gucken, was heute Abend passiert. Und morgen sehen wir dann weiter. Und dieses Gebiet da drüben, deswegen sind wir auch hier und haben uns hier durchgekämpft mit den Autos. Das ist das, wo wir vermuten, es ist eins der wenigen Gebiete hier an diesem kleinen Fluss, wo so große Ausbuchtungen sind mit so riesigen Seerosenfeldern. Da glauben wir beide, dass doch da die Karpfen auf jeden Fall ein fettes Rückzugsgebiet haben. Und von da aus entweder in den Fluss starten zum Fressen oder vom Fluss da reinziehen. Und das wollen wir jetzt erstmal hier vorne zumachen. Und da sind wir gespannt, ob da was passiert. Wir werden jetzt ein bisschen Futter auf die Ruten legen, relativ wenig. Wir konnten hier nicht vorfüttern, ein paar Fallen stellen. Aber ich denke, so ein Flusskarpfen, wenn er einen leckeren Futterteppich findet, sollte er doch auch einen Rüssel aufmachen und weginhalieren. Und wir haben eine ganz spannende Methode diesmal dabei, weil es ja kein Riesengewässer ist, jetzt, wo wir irgendein großes Boot brauchen, um unsere Montagen da platzgenau abzulegen. Auf geht's, legen wir mal aus. Bei der ersten Route haben wir einen ganz normalen Schneemann uns vorbereitet. Obendrauf einen Pop-Up, den Yellow Zombie, unten dran ein Bier Barbecue. Dann habe ich noch einen Eimer dabei, frische Partikel, Tigernüsse, Mais und die Boilies, die wir auch hier unsere Montage anbieten. Echolot habe ich keins montiert jetzt auf dem Baileyboot, weil ich denke, ich kann hier ganz gut tasten. Ich fummel mich jetzt erstmal hier raus. Und jetzt lasse ich mich direkt auf den Spot ziehen. So geht, zieht mich der E-Motor zurück. Ich kann ihn ganz einfach steuern hier über die Fernbedienung. Hier vorne am Ufer nutze ich jetzt meine Flossen. Die erste Rute haben wir direkt unter dem Baum abgelegt.
Die Routen liegen nach bestem Wissen und Gewissen. Das Battleboat ist sicher hier vorne, genau vor den Routenspitzen geparkt, falls wir jetzt einen Hub kriegen und nochmal schnell raus müssen. Und was es mit meinen neuen, extrem kurzen Karpfenruten auf sich hat, das erzähle ich euch später. Das ist doch unglaublich. Ich habe noch nicht mal die Warthose ausgezogen, läuft schon der erste Fisch ab. Aber ich glaube nicht, dass das ein Karpfen ist. Aber die Rute genau an Seerosen, ich glaube, er ist ein großer Weißfisch. Oder er schießt jetzt hier an uns vorbei. Oi! Das war ein richtig großer Karpfen. Es war ein mega Graser und genau vor den Füßen ausgeschlitzt eben. Habt ihr das gesehen? Eigentlich hätte ich es checken müssen. Früher habe ich, wie ich noch viel auf Karpfen geangelt habe, immer zu den Leuten gesagt, wenn der Swinger runtergeht, kein Hub ist und es sich anfühlt wie ein Weißfisch, kein Druck dahinter ist, der bis ans Ufer zu euch rankommt, seid vorsichtig, es könnte ein großer Graser sein und genau das war jetzt das Problem. Und vielleicht auch mein Fehler. Aber der Haken, denke ich, hat auch nicht 100% gegriffen. Sonst hätte es jetzt vielleicht einen Vorfachbruch gegeben, der Haken wäre nicht ausgeschlitzt. Ich glaube, ihr habt eben den Wasserschwall gesehen. Bevor mir alles entgegengeflogen ist, war ein richtig starker Graser. Weg. Aber wir sind am richtigen Platz. In der Seerosenkante kam der erste Hub, habe ich nicht mal umgezogen. Wahnsinn. Aber verloren. Aber der kommt nochmal. Unser Rig ist wieder ready. Damit hat ja echt keiner gerechnet, dass es so schnell geht. Aber es wäre ein schöner Graser gewesen. Ich baller die schnell wieder raus. Ich mache es jetzt schnell ohne Flossen. Mit dem E-Motor klappt das super. Ich baller schnell runter, lege es nochmal auf den Spot drauf. Ein bisschen Mais drauf. Ich denke, dass er nochmal kommt. Rucki zucki geht das und man hat einen Heidenspaß dabei. Und selbst ohne Flossen ist es absolut möglich. Mit dem Heckmotor, der steuert euch direkt auf den Spot und wieder zurück. Zweite Aktion jetzt auf der Route am Seerosenfeld. Und der ist richtig reingeschossen. Da muss ich mit dem Boot hinterher.
Fisch ist aus den Seerosen rausgekommen. Und jetzt hier im freien Wasser. Geiler Fisch. Geiler Fisch, ein echt starker Spiegler. Jetzt geht es schnell hoch an Platz, da zeige ich ihn euch mal. Hier auf dem Bellyboot ist mir jetzt doch ein bisschen zu heiß, den Fisch aus den Maschen rauszuwursteln, weil ein Schlag ist er weg. Müssen wir erstmal Platz schaffen. Hier hinten haben wir auch noch guten Halter dran. Können wir ein paar Sachen sicher verstauen. Weil auf so einem Bellyboot kann es auch schnell mal eng werden. Aber eben war es wirklich das Wichtigste, um den Fisch aus den Seerosen rauszuholen. Mega Aktion und fürs schnelle Zurückfahren. Motor aktivieren und fupp geht's zurück. Und zum Fisch hin könnt ihr euch auch nur mit den Flossen drillen. Das hat ja super geklappt. Ein richtig starker Spiegler hier aus dem großen Seerosenfeld. Das ist der gleiche Platz, wo gestern der Graser gebissen hatte und sich kurz vom Ufer verabschiedet hat. Und jetzt hat es aber alles perfekt geklappt. Geiler Fisch. Richtig starker Spiegler. Mega. Der Schmerz über den ersten verlorenen Graser ist verflogen, also der Spiegler am Seerosenfeld war jetzt der absolute Burner, bin mega happy. Aber es zeigt uns auch, dass die Fische hier auf ganz spezielle Köder reagieren. Wir hatten ja auf den beiden Ruten auf der anderen Flussseite drüben Schneemänner, 20er Bodenköder und ein 16er Pop-up obendrauf. Da kam keine Aktion. Beide Aktionen, die wir bis jetzt verzeichnen konnten, kamen am Seerosenfeld auf die Partikel. Und deswegen werde ich jetzt auch die anderen Routen umstellen, auf kleinere Beutis gehen, also nur noch Bodenköder anbieten, in der Größe 16 mm. Schnell noch frühstücken, damit wir gut gestärkt sind. Y-Food Banane passt sogar zu unseren Ködern. Vielleicht sollte ich da sogar mal ein
Hakenköder drin dippen. Das probieren wir nachher mal aus. Vielleicht sind die Fische momentan eher auf kleinere Köder aus, dass sie so große Happen nicht mögen. Vielleicht ist aber auch die gelbe Farbe, die ja auch der Meißel unsere Partikel hat, hier für die Fische in dem doch relativ trüben kleinen Flüsschen attraktiver, ja, dass sie schnell auf unsere Köder aufmerksam werden. Ich mache jetzt Folgendes. Ich werde auf kleinere Köder gehen und nur Bodenköder einsetzen, also nichts mehr, was sich abhebt. Ich setze jetzt erstmal einen 16er auf mein Haar und werde dann noch einen halben Boili drüber setzen. Der Köder arbeitet dann sehr gut. Ich schneide ihn jetzt einfach hier ein bisschen ein. Somit wird das Volumen des Köders etwas geringer und er arbeitet natürlich sofort mit seinen Bestandteilen, weil die Oberfläche geöffnet ist und da gibt er schön kleinste Partikel, Lockstoffe und den Geruch ans Wasser ab. Den setzen wir genau oben drauf und zwar mit der offenen Richtung nach hinten. Das sieht auch gut aus. Und werde jetzt auch nur draußen auf dem Spot ein paar von den Boilies außen rum füttern, ein bisschen Mais noch streuen. Und da sind wir mal gespannt, ob dann auch die Ruten auf der anderen Flussseite drüben gegenüber vom Seerosenfeld auch Bisse bringen. Und spaßenshalber werde ich es auf jeden Fall jetzt mal probieren, wäre der Burner. Hängen wir mal unseren Hakenköder hier rein. Banane passt hier einigermaßen zu den Ananas-Boilies. Das wäre doch der Kracher, oder? Wenn die Karpfen genauso draufstehen wie ich. Also irgendwie ist das Glück mit uns nicht hold. Kurz vorm Kescher ausgeschlitzt. Der erste Fisch am Ufer ausgeschlitzt, der Graser. Spiegler gefangen im Seerosenfeld. Und eben die Rute, die ich gerade mit dem Bellyboot unten an den Baum gefahren habe. Neuer Plan, kam gleich ein Hub, lag eine halbe Stunde. Jetzt hier im Nahkampf ausgeschlitzt. Ach. Naja, wieder raus. Aber die Quote ist oder lässt zu wünschen übrig. Ja. Jetzt läuft es wieder an, aber zwei Fische verloren. Müssen wir nochmal über unsere Haken drüber schauen. Vorfächer vielleicht ein bisschen was ändern. Weiter geht's.
Das ist Karpfenangeln. Die Sonne lacht, die steht jetzt gut oben und ich habe vorhin im Seerosenfeld dahinter den Schwänen, die ihr da gerade durchs Bild paddeln seht, ein paar Karpfen mitten in der Krauthölle, mitten in den Pflanzen drin springen sehen und habe mir jetzt hier noch so einen Pop-Up-Rig vorbereitet. Ein kleiner 16 mm Yellow Zombie Pop-Up kommt zum Einsatz und den werde ich jetzt direkt mit dem Bellyboot in den Krautschummel da hinten ins Seerosenfeld, in eine kleine freie Stelle. Man sieht ja da immer so ein paar Krater, wo ein bisschen freie Bereiche sind und dort werden wir genau das Teil jetzt auf einem Partikelfutterplatz präsentieren. Wenn wir da drin einen Huber bekommen, wird es auf jeden Fall spannend, aber ich denke, mit dem Bellyboot und den Flossen kann ich da relativ einfach dem Fisch folgen, mich da durchwühlen und den Fisch auch sicher landen. Aber schauen wir erstmal, ob sie da drin auch fressen oder ob sie da drin nur sich gerade sonnen. We look out and see the world. It takes everything we have to face it. Without a sound, we take a step. Inside our hearts are racing. If it takes forever, we'll get there together. I'm winding along this road, not knowing where it will go. No matter what life brings. Komplett in die Seerosen drin. Der kleine Poppy mitten in den Seerosen auf dem Partikelfutterplatz. Eben ist er abgepfiffen. Dickes Ding. So ein Riesenteil mitten in den Seerosen. Wer hätte das gedacht? Die größten Fische kommen mitten im dicksten Kraut. Gestern haben wir noch ein paar Fische drin gesehen. Bewegung in den Pflanzen hier drin, den Pop-Up hier auf den Partikelfutterplatz gesetzt und da pfeift wieder so ein Riesenspiegler ab. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ich glaube, wir werden jetzt noch dicker in das Kraut hier vorrücken und die Routen aus dem Fluss, aus dem freien Wasser komplett jetzt hier auch entlang der Kante und im Kraut drin verteilen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir noch weiter reinangeln können und trotzdem unsere Schnur auf weiten Wegen frei behalten.
Das zeige ich euch jetzt gleich, wie das geht. Da geht die nächste, da geht schon die nächste. Für den haben wir keinen Kescher gebraucht. Ein wunderschöner Giebel. Normalerweise sage ich ja zu sowas Welsköder. Aber hat sich komplett. Den Weifutköder. Hier waren die anderthalb Boilies drauf, die wir noch im Weifut gedippt haben. Schmecken lassen. Wahnsinn. Da passt das Verhältnis Köder-Fisch nicht mehr ganz so richtig. Ne? Aber kriegen sie rein, die Jungs, wenn sie wollen. Vielleicht kann ich ihn vom Seerosenfeld weghalten. Der Fisch kam jetzt wieder auf der anderen Flussseite. Also man kann definitiv nicht sagen, dass ein Bereich besser geht. Aber ich vermute ganz stark, dass das alles mit dem Seerosenfeld in Verbindung steht. Das ist der Hotspot hier. Die Fische ziehen rein und raus zum Fressen. Ja, ich kriege ihn raus, kommt raus. Wo ich ja vorhin schon gesagt, dass ich neue Musterkarpfenruten gerade in der Testphase habe. Ganz, ganz kurze, vollparabolische Stöcke. Eigentlich fürs Bootsangeln gemacht oder für halt Bereiche, wo ihr wenig Platz habt. Und da ist natürlich so ein Gebiet mit Seerosen, wo wir dann vielen Fischen mit dem Bellyboot folgen müssen. Oder wo die Rute jetzt auch lag, da unter dem Baum da drüben. Wo wir nicht viel Spiel haben, um einen Köder abzulegen. Ideal. Und auch im Uferdrill macht die eine mega gute Figur. Ihr habt nicht immer so ein langes Stecken in der Hand. Ist auch eine Vollcarbon-Rute, gebaut nach den Prinzipien von meinen Welsruten. Jetzt zieht er hier drüben ganz ins flache Wasser rein. Jetzt geht er wieder ins Seerosenfeld rein. Zwei, drei Viertel Lips, 2,70 Meter Länge. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, den Funstock hier. Ab Herbst findet ihr die Radical Boat Carp, die kurze Karpfenrute, bei eurem Händler. Schaut sie euch mal an. Ich finde den Stock absolut mega, richtig der Hammer. So, jetzt kommt er hier in den Uferbereich. Hier haben wir das letzte Mal schon ein paar Fische verloren. Und eingenetzt. Guck mal, wie toll der die Rückenflosse stellt. Im und am Seerosenfeld geht's rund. Wieder kurz hintereinander. Ist jetzt wahrscheinlich eine aktive Phase der Fische. Zwei tolle Karpfen.
Und diesmal ging alles gut. Haken haben perfekt gesessen, keine Ausschlitzer. Mega, tolle Fische. Wirklich große Überraschung hier am kleinen Fluss, am kleinen Gewässer. Und das war ja unser Ziel bei dem Video. Die Fische schieben jetzt Kohldampf und wir haben langsam auch Kohldampf. Und ich will euch jetzt mal einen ganz einfachen Trick zeigen. Eine tolle Möglichkeit, wie ihr aus ganz wenigen Zutaten, die eigentlich jeder Angler immer dabei hat, ein ganz leckeres Essen zaubern könnt. Ihr kennt ja sicher das Problem, dass man immer sich ein Brot mitnimmt, das nur nicht gleich isst und das mit der Zeit dann immer härter wird. Und der Martinho hat da eine ganz tolle Speise entwickelt. Ihr braucht nur Brot, dann braucht ihr Käse und dann braucht ihr einen Speck, einen Schinken und einen Grill. Und der Martinho zeigt euch jetzt mal, was man da sich ganz Leckeres zaubern kann. Grill ist vorgeheizt, wir legen jetzt das Brot drauf, erst einmal für, dass die eine Seite ein bisschen kross wird. Jetzt kommt der angebratene Bacon einfach aufs Baguette drauf. Jetzt kommt das Highlight. Da bringen wir jetzt da einfach nochmal überall eine Scheibe Käse drüber. Machen wir hier einen Deckel drauf und lassen warten, bis der Käse ein bisschen angeschmolzen ist. Ganz einfach und ich bin mir sicher, das wird gleich richtig lecker. Und 3 Minuten später ist das Ganze fertig und schaut so aus. Schön, großes Brot, Käse jetzt laufen drüber und ein knuspriger Bacon unten drunter. Wir haben uns jetzt hier unter unserer Pergola von Martins Bus mal Schatten gesucht. Also jetzt wird es richtig heiß. Heute ballert es jetzt richtig runter. Wir haben vorhin wieder im Seerosenfeld, wo ja auch der eine starke Spiegler kam, ein paar Fische hochkommen sehen und Bewegung auch in den Pflanzen drin. Und haben uns jetzt überlegt, die Angelei nochmal umzustellen. Die eine Rute am Baum drüben auf dem anderen Flussufer werden wir lassen. Die mittlere Rute holen wir komplett weg und werden mit 2 Ruten jetzt direkt hier in den Krautdschungel reingehen. Wir haben uns die Montagen jetzt schon mal vorbereitet hier. Es wird 2-mal ein Pop-up geangelt. Hat ja schon 1-mal jetzt gut geklappt. Bei dem Spiegler heute früh 1-mal den Bier Barbecue in dem knalligen Neon-Orange, kann man fast sagen. Und 1-mal den Yellow Zombie. Diese beiden Köder heben sich auf jeden Fall meiner Meinung nach super auf so ein Partikelfutterplatz mitten in den Seerosenlöchern ab. Wir haben gemerkt, bei den Fischen, die in den Seerosen und an der Seerosenkante kamen, die dann auch direkt ins Seerosenfeld reingeflüchtet sind, dass unsere monophile Schnur, seht ihr hier, ganz schön vertrallt ist. Ja? Also die kringelt sich dann richtig in den Seerosen und die Mono ist auch nicht scharf genug, um die Seerosen durchzuschneiden. Also man muss dann richtig wirklich da rumwirbeln und auch ein bisschen Glück haben, um den Fisch da rauszubekommen. Deswegen werden wir jetzt die Ruten tauschen, auch mit den längeren Karpfenruten, mit den 360er Karpfenruten im Seerosenfeld. Das war nicht angenehm vom Baileyboot. Mit dem Baileyboot können wir da so gut mit den Flossen rein und den Fischen folgen, aber dann mit so einer langen Rute hat man doch viel gewörgelt, sage ich mal, um an den Fisch überhaupt ranzukommen. Und deswegen gehen wir jetzt auf die kurzen Ruten. Wir wechseln die, wir legen jetzt die kurzen Ruten, dafür sind sie eigentlich auch gemacht, ins Seerosenfeld. Und die langen bleiben draußen, eine an der Kante vom Seerosenfeld und eine unter dem Baum.
Und um diesem Drall hier ein bisschen entgegenzuwirken in unserer Mono und um vielleicht die Seerosen stellenweise direkt abschneiden zu können, wenn der Karpfen losschießt, werden wir eine geflochtene jetzt vorschalten, und zwar 8 bis 10 Meter. Eine 20er geflochtene. Eine geflochtene Schnur ist viel schärfer als so eine Mono. Ich mache jetzt hier noch ein Stück von der Mono runter. Und da haben wir in unseren Taschen rumgewühlt. Und da haben wir hier eine ganz vernünftige gefunden. Und da werde ich jetzt circa 8 bis 10 Meter auf unsere Rute vorspulen, auf unsere Mono anknoten. Und dann denke ich, wenn dieses Band hier, die ist richtig scharf, das merkt ihr schon, wenn ihr hier richtig über euren Finger drüber reibt, dass die fast einschneidet. Und ich hoffe, dass er dann auch genauso die Seerosenstängel durchschneiden wird. Die Verbindung von der geflochtenen auf eure Mono, hier nutze ich einen ganz normalen Schlagschnurknoten. Doppelter Grinner heißt dieser Knoten. Ich lege die geflochtene auf die Mono zurück, gehe fünfmal durch die entstandene Schlaufe. Feuchte das Ganze an. Genauso wie ihr eine Schlagschnur bindet, Mono auf Mono oder beim Welsangeln habe ich euch ja schon oft den Schlagschnurknoten gezeigt. Zieht es jetzt vorsichtig zusammen. Achtet darauf, dass sich das schön eng nebeneinander hier legt. Das gleiche mache ich jetzt auch hier auf der anderen Seite mit der Mono. Legt die mir zurück. Geht jetzt auch fünfmal durch die entstandene Schlaufe durch. Ziehe die auch langsam zusammen, dass die sich schön eng nebeneinander legt. Und ziehe jetzt an den beiden Enden, dass sie gegeneinander laufen. Und habe eine ganz tolle, zuverlässige Verbindung. Beim Walleangeln hält die jedem Fischstand. Und beim Karpfenangeln sollte das dann auf jeden Fall kein Problem sein. Die überstehenden Enden werden kurz abgeschnitten. Jetzt wird hier 10 Meter Schnur draufgespult, dass ich im vorderen Bereich auf jeden Fall einen guten Puffer habe. Und hier direkt oben dran kommt jetzt mein Vorfach. Oberhalb unseres Vorfachs haben wir noch ein Ledcore. Das ist eine Bleischnur, damit sich alles schön dicht auf den Gewässergrund legt. Eure Schlagschnur wird jetzt einfach hier oben an eurem Vorfach angeknotet. Was ihr da für einen Knoten nehmt, liegt an euch. Ich nehme gerne diesen Grinnerknoten, gehe siebenmal durch die eigene Achse und dann zurück, spanne das Ganze schön gegeneinander an, dass er sich nochmal zuzieht. Und unser Rig ist einsatzbereit. Als Blei nutzen wir bei dieser Fischerei leichte Blei. In den Seerosen ist viel Schlamm, die sinken da gut ein. 113 Gramm hat jetzt dieses flache Radical Blei, was zum Einsatz kommt. Das funktioniert gut. Jetzt bereiten wir uns noch einen Eimer Futter vor. Dann schwinge ich mich ins Bellyboot mit der Badehose diesmal. Eine Erfrischung tut jetzt gut. Und die Ruten, unsere Poppy-Montagen, kommen direkt in die Krauthölle. Direkt unter die Seerosen. Und um unsere Schnüre auf möglichst weiten Wegen über die Seerosen hinweg leiten zu können, nehme ich hier diese starke Umlenkstange mit. Das war mal der Prototyp für unsere Umlenker beim Walleangeln. Den Umlenker bekommt ihr alle bei mir in der Black Cat Range. Aber auch zum Karpfenangeln sind die Teile natürlich sensationell. Diesen Umlenker werde ich jetzt hier vorne irgendwo in dem vorderen Bereich, wo das Seerosenfeld anfängt, setzen. Nachdem ich meine Ruten abgelegt habe, fahre ich zurück, lenke dann meine Schnüre hier über den Umlenker hier ans Ufer und habe so einen großen Bereich, wo auf jeden Fall meine Hauptschnur nicht in den Seerosen drin hängt. Das macht mega Spaß bei dem Wetter, auch ohne Badhose. Absolut genial. Ich paddel jetzt erstmal hier vorne an den Anfang vom Seerosenfeld. Und da werden wir den Umlenker setzen.
Und dann begeben wir uns auf Platzsuche hier ins grüne Labyrinth. Hier bin ich jetzt in einer relativ großen freien Fläche angekommen. Das ist auch ganz in der Nähe von dem Platz, wo der erste Fisch hier im Seerosenfeld kam. Und hier komme ich auch mit meinen Flossen kaum mehr auf den Boden runter. Es gibt viele ganz flache Bereiche hier im Seerosenfeld. Und hier habe kein Echolot auf dem Bellyboot drauf, aber ich schätze, hier haben wir jetzt vielleicht so 80 cm. Vielleicht einen knappen Meter. Hier werden wir die erste Rute setzen. Hier ist wieder ein schöner, größerer, freier Bereich. Ich war vorhin auch hier hinten drin. Hier habe ich vorhin, wie wir eben hergefahren sind, einen Fisch rollen gesehen. Da sind Karpfen abgehauen. Aber hier wird es richtig, richtig flach. Und die Seerosen stehen ganz, ganz eng. Und hier vorne ist so eine größere, freiere Stelle. Und den Flossen merke ich auch, relativ harten Untergrund. Vielleicht auch hier eine schöne Schneise, wo sie ins Seerosenfeld reinziehen und in den Fluss zurück. Und hier vorne in diesem Bereich werden wir die zweite Rute setzen. Ihr seht da mal die Halme. Ganz schön dickes Zeug, und wenn da der Karpfen durch ein paar durchschwimmt, hoffe ich, dass wir mit der geflochtenen Schlagschnur einen Vorteil haben und schnell an den Fisch rankommen. Aber mit dem Bellyboot klappt das ja ganz gut. Einige von euch denken jetzt vielleicht, ist doch viel zu viel Futter hier in dem Seerosenfeld. Aber diese Futtermenge bedeutet ja nicht, dass wir die Fische satt machen. Wir werden die Fische auf jeden Fall an unserem Platz hier, wo wir eben so abgekübelt haben, halten. Und dann stoßen sie auf unseren auffälligen Pop-up, der knapp über Grund schwebt, und werden ziemlich schnell auf diesen Köder aufmerksam und diesen auch eininhalieren. Und das ist unser Plan dahinter. Wenn ihr jetzt mit einem Bodenköder mit reinem Mais hier angeln würdet, wäre das viel zu viel. Aber wir wollen ja die Fische anhalten, die hier durchs Seerosenfeld ziehen, auf Nahrungssuche, weil sie dann einen reichlich gedeckten Tisch finden und dann mit dem Poppy verführen. Und den werde ich jetzt genau hier unten gleich reinlassen.
krass eindruckend. Ich glaube, der hat jeden Seerosenstängel mitgenommen, den er kriegen konnte. Schaut euch diesen Schuppi an. Genau deswegen sind wir hier in der grünen Hölle. Geiler Fisch. Absolut geiler Fisch. Wahnsinnsteil. Wenn ihr zu Hause irgendwo an euren Gewässern so einen Dschungel aus Seerosen habt, so einen Unterwasserwald, legt dort eure Köder aus. Denn da sind richtige gewichtige Überraschung möglich. Wup, wup. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute, dicke Fische für euch, euer Stefan. Ciao, ciao.